Ein sehr einfaches Projekt mit einem optisch sehr coolen Ergebnis und etwas, was auch extrem praktisch ist, das zeige ich euch heute. Servus und super, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge im 42SimStudio. Mein Name ist Lukas Niederscheider und ich bringe dir regelmäßig DIY-Projekte und Tipps und Tricks zum Thema Simracing. Ja, der Titel lasst es ja schon so ein bisschen erahnen. Das Video heute ist eher ein spezielleres. Normalerweise bin ich ja einmal die Woche für euch da. Aber jetzt zu Weihnachten haben wir gedacht, möchte ich euch einfach nochmal extra was geben. Das ist so quasi mein Weihnachtsgeschenk an euch. Und dementsprechend sitze ich jetzt nochmal da, um euch einfach so ein bisschen Weihnachtsstimmung nach Hause zu bringen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Weihnachtsabend gestern gehabt, habt jetzt schöne Tage mit eurer Family. Ist natürlich eine sehr schwierige Zeit im Moment und ich hoffe, ja, dass es für euch so gut wie es eben geht möglich ist, jetzt eine schöne Zeit zu haben. Genau, und weil ich ja gesagt habe, Weihnachtsspecial, würde ich sagen, machen wir das Ganze heute ein bisschen weihnachtlicher. Viel besser. So, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt in der richtigen Montur sein, möchte ich das ganze Thema angehen. Wir schauen uns heute eine DIY-Ganganzeige an. Extrem simples Projekt, das schaut super cool aus und ich finde, kann eine sehr coole Ergänzung zum Simulator sein. Ist jetzt nicht die große Weltneuheit, allerdings habe ich das ja schon bei den Shift-Pedals gesagt, ist es mir ganz wichtig, auch da einfach auch diese kleineren Projekte einfach abzudecken auf meinem Kanal und ich habe mir gedacht, eben diese Ganganzeige kommt eben heute. Was brauchen wir also für das Projekt? Natürlich unsere 3D-gedruckten Teile. Die Elektronik in Form einer 8x8 LED-Matrix und eines Arduino Nanos. Dann brauchen wir Schrauben M3x25, Kabel, um das Ganze zu verbinden, natürlich auch Schrumpfschläuche, doppelseitiges Klebeband und die geliebte Carbonfolie. Wir fangen direkt mal damit an, die LED-Matrix zu bearbeiten. Und zwar haben wir hier ein paar Pins, die unangenehm abstehen. Die müssen wir entweder leicht umbiegen oder einfach abschneiden. Und dann bereiten wir unsere Kabel dementsprechend vor, indem wir Lötzinn auftragen. Das Ganze dann auch auf den Pins der LED-Matrix. Dann bringen wir die Kabel an. Rot ist natürlich die 5-Volt-Versorgung, weiß ist dann die Masse. Und dann haben wir unsere drei Signalkonnektoren, und zwar ist das CLK, CS und DIN. Ich habe euch das Ganze hier jetzt nochmal schön schematisch aufgezeichnet. CLK wird dann gelb, CS wird blau und DIN wird grün. Und dann kommt dementsprechend das gelbe Kabel dann am Arduino auf den Port A3, das blaue auf A4 und das grüne auf A5. Man kann hier jeden beliebigen Port nehmen, ich habe mich einfach für die drei entschieden, weil sie dann am einfachsten zugänglich waren im Gehäuse. Wir bringen also unsere Kabel korrekt an unserer LED-Matrix an. Dann kleben wir unsere LED-Matrix auf die eine Seite unseres Zwischengehäuses und führen unsere Kabel durch dieses kleine Kabelloch durch. Auf der anderen Seite verlöten wir dann dementsprechend die Kabel mit unserem Arduino Nano laut dem Schema. Dann kleben wir den Arduino Nano wiederum mit doppelseitigem Klebeband auf die andere Seite des Gehäuses. Wir machen auch Carbonfolie an die Seite, damit das Ganze schön ausschaut. Auf unserem Gehäuse hier, dann auf dem rückseitigen Deckel und natürlich auch auf der Blende vorne. Und zu guter Letzt bringen wir noch unser vorgeplottete Carbonfolie auf der Blende auf, um das Ganze eben schön zu finishen, und dann stecken wir alles ineinander und verschrauben das mit unseren 4 Stück M3 Zylinderkopfsenkschrauben. Wir ziehen das Ganze schön an und fertig ist unser Projekt zur eigenen Ganganzeige. Jetzt müssen wir das nur noch mit diesem Winkel hier, in dem Fall an meiner Thrustmaster Base, anbringen und dann das Ganze dementsprechend mit Mini-USB-Kabel am PC anstecken. Wir öffnen dann die Software SimHub, da kennen wir uns ja mittlerweile gut aus. Und da gehen wir jetzt dann auf unser Arduino Setup Tool, wählen dann auf der linken Seite unsere 8x8 LED-Matrix aus. Und hier müssen wir dann eben genau die Ports einstellen, die wir dementsprechend laut Schema auch verbunden haben. Das heißt in dem Fall dann eben CLK auf A3, CS auf A4 und DIN auf A5. Und dann auch einfach noch das Ganze hier oben uploaden. Und da funktioniert es. In diesem Dropdown-Menü hier unten kann man dann die verschiedenen Darstellungsvarianten auswählen. Man sieht hier ganz schön einfach mal dick, dann ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Also hier hat man eigentlich alle Varianten, kann ein bisschen durchspielen, um eben für sich genau das auszuwählen, was einem am besten gefällt. Und schon haben wir eben eine eigene DIY-Ganganzeige. So, Teil 1 ist somit erledigt. Aber was ist Weihnachten ohne Geschenke? Und deshalb habe ich mir gedacht, gibt es heute zwei Giveaways zu Weihnachten. Und ich zeige euch jetzt dann, wie das Ganze ausschaut. Und zwar habe ich heute für euch einmal
die LED Flag Lights. Ihr kennt das ganze Projekt schon mit einem Arduino, mit 24 LEDs, die dementsprechend die Spotter-Funktionen links und rechts anzeigen, beziehungsweise auch die Flaggensignale. Die Dinger funktionieren unter anderem auf Assetto Corsa Competizione, Race Room und natürlich auch auf iRacing. Und das zweite, was ich für euch habe, ist aus dem heutigen Projekt der Gear Indicator, der einfach nicht nur super gut funktioniert, sondern auch extrem cool ausschaut. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Man kann eines der beiden gewinnen, das heißt, es wird im Endeffekt zwei Gewinner geben. Und wie kann man das Ganze jetzt gewinnen? Ganz einfach. Das erste, ganz klar natürlich, ein Abo bei mir lassen. Ich bin mir sicher, dass du das vermutlich schon lange gemacht hast. Dann machst du davon einen Screenshot oder ein Bild und schickst mir das auf Instagram auf den 42 Sim Studio Kanal. Dort lässt du auch ein Abo natürlich da und likest noch das Weihnachts-Special-Bild. Das Ganze wird leicht erkennbar sein. Dementsprechend einfach diese vier Tasks. Einmal das Abo hier, einmal das Abo auf Instagram. Mir ein Bild per Nachricht auf Instagram schicken und dort das Weihnachtsbild liken. Kompliziert? Ich glaube, du schaffst es. Also, zeig sein da, dass du brav warst. Das Gewinnspiel läuft bis Ende des Jahres und im nächsten Jahr werde ich dann die beiden Gewinner zufällig auswählen und dann eben auch bekannt geben. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Sache ist schnell rumgegangen. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten noch und eine schöne Zeit mit eurer Familie. Viel Spaß beim Simracing, viel Erfolg bei euren DIY-Projekten. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ho, ho, ho. Ach, und denkt dran, Santa is watching you.